Und schon sind wir wieder beim Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi. So, wir wollen Tuning-Teile kaufen für den Tempest Magnum. Tuning laden. Mal gucken, was wir da finden. Ich hoffe, was Gutes. Tempest Magnum Motorhaube. Ah, gut, was anderes haben wir ja auch gar nicht. Ey, es ist so witzig. ja, so viel dazu. Irgendwie ist die Kamera zu hoch. Ich sollte sie vielleicht weiter unten anbringen. Aber muss ich mir mal überlegen. So, möchtest du Stoßstange hinten kaufen? Ja, ich möchte auch eine für vorne kaufen. Möchtest du eine Motorhaube kaufen? Ja, möchte ich. Ich möchte auch noch Scheinwerfer kaufen und Rückleuchten. Dann nehmen wir mal die Rückleuchten. Zack, zack und. Ja, die und die. Haben wir. So, dann können wir jetzt endlich das Tuning-Zeug einbauen. Ne? Motorhaube. Hä? Carbon. Okay. Ich bin mal gespannt, was das nachher beim Lackieren aussieht. Vielleicht hat man ja mal meine Wünsche erhört, aber sieht nicht so aus, weil dann wären die Teile nämlich auch schon anders. Naja. Gut, Scheinwerfer, Stoßstange. Ja, sieht doch nett aus. Warum? Ach, ich verstehe wieder nicht, ey. Jetzt ist das hier wieder so. Hä? Nee, Moment. Da ist das Richtige, wollte gerade sagen. Also, hä? Irgendwas ist doch da jetzt verkehrt. Gut, aber irgendwas zittert hier jetzt ganz schön rum. Also irgendwie zerrt hier was an der Leistung. Naja, okay. So, Felgen. Was würden hier für Felgen passen? Wir können ja einfach mal hier mal zum Regal gehen. Und mal uns das Auto angucken und hier mal die Felgen. Ja. Ja, welche denn? Mimi, welche soll ich denn nehmen? Mimi. Theoretisch würden die ja passen, wa? Aber ja, das ist wirklich schwer, weil die sind, nee, dafür nicht. Die würden noch gehen, aber die habe ich glaube ich schon mal benutzt. Die ollen Standardfelgen brauchen wir nicht. Die wären ganz interessant. Wir gucken mal im Shop. Also erstmal Fitting verscheuern. Retro-Felge 3 haben wir auf. Achso, halt hier noch was kaufen. Ey, sag bloß, jetzt habe ich. Ach Mensch, ey. Ach, nee. Macht halt keinen Spaß mehr. Jetzt habe ich die falsche Stoßstange verkauft. Oh, naja. Ah, ich hasse das. So, wir können auch die Basisfelge nehmen. Nee. So, wir können auch ganz ausgefallene Felgen nehmen. Und zwar die Dinger. Es würde zwar brutalst scheiße aussehen, aber ist ja egal. So, hiervon würde ich ehrlich gesagt abraten, weil man kann ja die Teile hier innen nicht lackieren und das ist doof. Also müssen wir den normalen Felgenshop in Betracht ziehen und einfach mal durchgucken, was hier vielleicht interessant sein könnte. Retrofelgen, moderne Felgen, klassische Felgen. Hier sollten ein paar mehr Felgenmodelle dazu. Weil das ist jetzt wirklich die Qual der Wahl hier. Ich würde eher sagen, die haben ein schönes Tiefbett. Könnte man nämlich hinten die, vorne die nehmen. Also das sieht. Nee, das ist. Weil die sehen optisch
ähnlich aus. Sind, wir können es einfach mal probieren. 1, 2. 1, 2. Wir probieren es einfach mal. Mehr als dass es scheiße aussieht, kann es nicht passieren. Och ne, jetzt passen die gar nicht hier ran, oder wie? Ah, doch, hier haben wir sie. Hinten würden sie wieder angehen. Okay, naja, wir gucken einfach mal. Hier hinten kommt Retrofelge. Hä? Okay, naja, wir gucken uns das mal an. So, hinten kommt wieder die. Und vorne machen wir mal die. Passt der überhaupt nicht? Ups. Nee, das ist. Nee, nee, nee. Gut. Also erstmal die weg. Oh! Müssen wir gleich mal gucken, ob wir die nicht jetzt vergessen haben einzubauen hier. Also das würde mir jetzt. Ah, verflixt. So viel zu dem Thema. Gut, jetzt haben wir es aber dran. So, wir brauchen wieder die Retro-Felge 1. Moderne Retro-Felge 1, 1, wo ist er, wo ist er? Retro, Retro 10, Retro 1, da. Nehmen wir die jetzt einfach. Ja, hätte schöner sein können. Ups, aber. Gut. Könnte immer noch besser sein. Wie gesagt, man müsste eigentlich, ja, hinten Tiefbett, vorne normale. Also, so ein Tieferlegungsset wäre da ganz geil. Also, so als Tuning wäre schon nicht verkehrt. So, Farbgeschäft. Neue Farbe für das Auto. Na, Spezialfarbe. Ja. Was ist denn jetzt hier der Unterschied? Rot und Rot. Ja, welches Weiß nehmen wir denn jetzt? Schwere Entscheidung. Nein, natürlich nicht schwer. So, Helligkeit. Ja, das ist, haha. Wir können ihn ja mal wirklich rot machen. Ist Helligkeit ist knallrot neben. Machen wir mal so, was soll's. So, Auto lackieren und fertig. Hä? Och, was ist denn das für ein. Das sieht doch nicht aus, ey.
Meine gut, jetzt haben wir hier eine Carbon-Motorhaube, aber das sieht doch optisch so schlecht aus. So an sich sieht er nicht verkehrt aus. Also das muss man ja wirklich sagen. Aber die Motorhaube, das passt nur überhaupt nicht. Verstehe ich nicht. Na. Also nochmal Tempest. Ja, die haben wirklich tatsächlich nur die Carbonstoßstangen. Motorhauben. Ne, das hätte man mal vorher wissen sollen. Aber naja, gut. So haben wir einen roten Wagen mit Carbon beschichteter Motorhaube. Naja, gut, schauen wir mal nach dem Preis. Oh, okay. Auf jeden Fall ist alles soweit schick, alles wunderbar. Kann man doch nicht meckern. So, wir können ja auch einfach mal ganz einfach eine Probefahrt mitmachen, um zu gucken, wie da die Reifen durchdrehen. Alte Teststrecke. Tempest Magnum, da ist er. Dann haben wir nämlich wenigstens unsere Zeit auch rum, wenn das Ding hier anständig schnell lädt, was ja nicht immer so der Fall ist. Aber in der Zeit kann ich noch einen Schluck trinken. Halli, hallo. Ja, hätte ich jetzt noch was zu essen hier, würde sagen. Ah! Okay, dann können wir ja Gas geben. So. Ja, leider kann man die Ansicht nicht weiter hier ändern. Scheiße, hat der Power. Steuert aber mächtig. Er hat zu viel PS unter der Haube. Nein! Yeah, aber gute Federung. Generally war auch schon mal besser. Also. Ja, naja, ja, genau. Latsch und schneller hier. Ja, das dauert immer, das ist immer zum Heulen. Ich habe es ja sonst immer abgekürzt, aber ich dachte mir heute, lassen wir es ausnahmsweise mal, damit ihr auch seht, wie viel Zeit ich so nebenbei hier an dem Mist verbringe. Und das lädt und lädt und lädt, weil er jetzt drei Autos in der Halle laden muss und oh. Ihr seht es ja selber. Wird geladen. Delray, Imperator, Tempest, Magnum und davor war das andere komische Ding. Der Delray Custom, genau. So, ja, alles in Ordnung. Naja, okay. Wir gucken sicherheitshalber nochmal nicht, dass jetzt hier irgendwo eine Beule in den. Nee, sieht aber. Ist schick soweit. Okay. Ich verstehe nur nicht, warum hat er denn. Ach, hinten hat er jetzt eine lackierte Stoßstange und vorne nicht. Ah, alles klar. Naja, okay, kann man ja nicht wissen. Okay, naja, was soll's. Gut. Dann würde ich mal sagen, war's das. Ich packe ihn mal. Nicht, doch, ich packe ihn mal zurück, damit die. Ne, wir lassen ihn erstmal stehen, bis wir die anderen auch fertig haben. Morgen kommt denn der Schöne hier dran. Der Delray Imperator. Bin ich auch mal sehr gespannt, was das bringt. Was wir da alles noch Schönes machen können. Ja, auf jeden Fall sehen wir das dann morgen, wie schon gesagt. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen. Däumchen da oben da lassen, nicht vergessen. Schreibt mir in die Kommentare, schaut euch meine anderen Let's Play rein an und abonniert meinen YouTube-Kanal. Und ja, schaut auch mal bei Twitch, bei Facebook und bei Twitter vorbei. Link dazu oben rechts im Kanalbanner in der Beschreibung. Also steht so kleine Zeichen da. Ja, ihr versteht schon. Gut, dann sehen wir uns morgen oder auch in einem anderen Video. Ich danke euch, euer Ben Hoshi.